Hey Freunde, willkommen hier bei mir zu Hause und hinter mir steht schon wieder ein E-Bike. Ja, und vor kurzem waren wir ja erst im The Latest Concept Store und durften uns den Hemiway Zebra anschauen. Der Hemiway Zebra ist ja quasi der Nachfolger oder das verbesserte Modell vom Hemiway Cruiser. Das ist ein Modell, das wirklich sehr, sehr gut eingeschlagen ist hier in Deutschland. Robust, solide, toll verarbeitet vor allem zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und jetzt hat sich Hemiway gedacht, alles klar, da legen wir noch einen drauf. Der Preis unter 2000 Euro, dafür mit richtig coolen Gimmicks. Fetter Motor mit 86 Newtonmeter, 20 Amperestunden und das Ganze im neuen Design. Das hat mich schon weggeflasht. Und das Bike testen wir heute. Dafür bauen wir es jetzt auf und dann geht's direkt auf die Straße. Und jeder, der gern ein paar Details sehen möchte zum Hemiway Zebra, der geht bitte nochmal in unser Video, wo wir im The Latest Concept Store waren. Das blende ich euch auf jeden Fall nochmal ein. Kleiner Zwischenstand, wir haben erstmal eine ganze Menge Müll produziert. Dafür kommt das Bike aber auch sehr, sehr gut eingepackt daher. In der Kiste ist einmal so eine Promotion-Mütze. Okay, dann haben wir eine Bedienungsanleitung, auch nochmal toll bebildert. Ja? Also das muss ich auch nochmal dazu sagen. Das haben die richtig gut gemacht, sodass ihr auch wirklich nichts falsch machen könnt, wenn ihr euch das Bike zu Hause selber aufbaut. Dann gibt es natürlich ein Ladegerät mit dazu. Der dazugehörige Akku steht schon hier, zeige ich euch gleich. Geladen wird hier mit 2,8 Ampere, bedeutet in 7 Stunden ist der 20 Amperestunden große Akku wieder voll. Okay, dann gibt es hier einmal richtig schön Flaggscheinwerfer mit Doppel-LED. Das sieht richtig cool aus. Hier ist auch gleich ein Reflektor mit dran. Super, freut mich. Dann gibt es hier nochmal ein Toolset, umrahmt mit Holz und dem Schriftzug von Hemiway. Unsere Pedale von der Firma Velgo. Aus Metall, die bauen wir natürlich auch gleich an. Und unser Schnellspannsystem fürs Vorderrad, damit ihr schnell das Vorderrad ein- und ausbauen könnt, sofern ihr mal einen Platten haben solltet. Okay, dann haben wir jetzt hier stehen den Akku. Für den Akku gibt es natürlich auch Schlüssel. Der Akku ist ja voll integriert in den Aluminiumrahmen und wiegt in Summe, und das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Warte mal, dafür muss ich ja wieder. Ich hatte das schon so schön vorbereitet. So, schaut mal. Ich habe das mal in Gramm eingestellt. Das mal ganz genau machen. Da sind wir also bei 5109 Gramm. Also um die 5 Kilo wiegt dieser Akku. Also Akku raus, laden, kein Problem. In 7 Stunden ist das Ganze dann wieder voll. Sattelstange samt Sattel gibt es auch mit dazu. Wie bequem dieser Sattel ist, testen wir natürlich während der Fahrt. Ja, Schutzblech für vorn, aus Kunststoff gefertigt. Die Schrauben befinden sich am Bike, muss man nur noch anschrauben, dann geht es auch schon los. Und hier haben wir dann unser 26x4 Zoll breites Vorderrad. Ja, Bereifung von der Firma Kenter. Ja, haben wir jetzt schon so oft drüber gesprochen. Ich denke, das ist selbsterklärend. Was aber cool ist, finde ich, ist die 180er Bremsscheibe vorn von der Firma Tektro. Denn was neu ist im Vergleich zum Hemiway Cruiser, ist ja die hydraulische Bremsanlage vorn und hinten. So, das ganze Zeug hier muss jetzt an dieses E-Bike. Ja, habe ich also noch ein bisschen was zu tun, bevor es für uns auf die Straße geht. Na dann los! Eine halbe Stunde später steht der Hemiway Zebra. Das neue E-Bike von Hemiway, das jetzt erst im August am Start geht und quasi der Nachfolger oder beziehungsweise die verbesserte Version vom Hemiway Cruiser ist. Preis 1999 Euro, aber dafür steht dann auch ein amtliches E-Bike vor euch. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch ein E-Bike, was ziemlich schwer ist. 35 Kilogramm ist an der Stelle nicht ohne. Also wir mussten es wirklich gerade zu zweit die Treppe hochhieven, damit wir es überhaupt hier draußen bis auf die Straße schaffen. Ja?
Also ich habe euch ja schon alle Details soweit gezeigt, auch was ist im Lieferumfang enthalten. Ich finde, jetzt im Licht sieht man nochmal sehr schön diesen Metallic-Lack und dann auch diesen Zebra-Look hier. Ich persönlich finde das sehr, sehr toll, weil das auch richtig glänzt. Ja? Meine Frau hat gleich gesagt, das glitzert ja richtig. Ja, das stimmt tatsächlich, es glitzert. Und wenn man das Bike das erste Mal sieht, denkt man sich auf jeden Fall, wow, das hat doch locker 3.000, 4.000 Euro gekostet. Also so war es bei mir jetzt zumindest, als ich es in die Sonne geschoben habe. Ja? Der zweite Gedanke, den ich habe oder hatte, ist, das Fahrzeug muss doch einen Mittelmotor haben. Nein, das ist jetzt hier an der Stelle tatsächlich nicht der Fall, sondern wir haben da die Elektronik drin. Das heißt, der Controller, der sich früher hier am Unterrohr befand, der ist jetzt hier unten mit eingebaut und somit ja, schließt sich der Kreis. Das heißt, der Akku ist hier sauber eingelassen, hier unten ist die Elektronik drin und ansonsten sieht man auch, wie ich finde, relativ wenig Kabel. Und darum geht es ja auch am Ende, ne? Dass man halt eben die Qualität noch ein bisschen raufsetzt, so dass man auch ein wertiges Gefühl hat, denn 1.999 Euro ist immer noch eine ganze Menge Holz, also 2.000 Euro für ein E-Bike. Jeder, der sich auskennt, weiß aber, dass man noch viel, viel mehr für so ein Bike in der Klasse auch ausgeben kann. Ja, für wen ist das Bike gemacht? Ihr seht ja, wir haben hier ein Oberrohr. Es gibt das Ganze noch als Tiefeinsteiger für Personen zwischen 1,60 und 1,90, wenn nicht sogar 2 Meter, würde ich jetzt sagen. Probieren wir einfach mal aus. Ich selber heute 1,90 Meter, 105 Kilo leicht. Ja, werde das Ganze für euch Probe fahren. 180 Kilogramm ist die Zuladung. Und was ich cool finde, ich nutze das tatsächlich viel. Ich habe ja noch andere Bikes hinten, auch mit diesem Gepäckträger, wo du dann einfach mal dein Kiddie mitnehmen kannst. Ich habe gestern wieder so eine Situation gehabt. Wir gehen Fußball spielen, Fabi hinten rauf, kurz mit dem Helm. Ja, hier auf dem Dorf interessiert das auch keinen. Und dann waren wir relativ schnell zu zweit am Fußballplatz angelangt. Ja. 26 Zoll Fettbereifung vorn und hinten, 26x4, also 4 Zoll breit. Das Ganze schön abgerundet mit einer 180er Bremsscheibe vorn und hinten hydraulisch. Und das ist auch der Unterschied zum Hemiway Cruiser, der dann noch mit den mechanischen Bremsen daherkam. Ja. Das Herzstück ist hier ganz klar, wie ich finde, der Akku. Das ist ein LG-Akku mit 20 Amperestunden, 960 Wattstunden auf, ja klar, 48 Volt. Und hinten haben wir dann den neuen Motor, der noch mal deutlich mehr Leistung jetzt hier erbringt. 86 Newtonmeter, 250 Watt und eine Peakleistung von 750 Watt. Ja. Die Shimano Altos ist, glaube ich, mitunter das günstigste, was man verbauen kann. Aber es ist robust, langlebig und wenn ihr es wirklich mal austauschen müsst, kostet es einfach ein Appel und ein Ei. Ich kann es nicht anders sagen. Ob das jetzt Schaltwerk oder Schaltarmatur nachher ist, die SIS-Index oben, das musst du auch erstmal kaputt bekommen. Wenn wir dann vorne nochmal gucken, gerade das Kettenrad finde ich persönlich schon wieder ein bisschen zu klein. Ich denke mal so bei 30, 32 km/h geht es dann schon wieder mit dem Gelatsche weiter. Naja, werden wir gleich mal sehen. Wir probieren es jetzt auf jeden Fall mal aus. Das heißt, ich nehme Platz. Wir zünden unser Hemiway Zebra. Hier links haben wir unsere Schaltarmatur. Da können wir das Fahrzeug jetzt einschalten. Und wie einer der User beschrieben hat, was, das Tetris-Display ist immer noch da. Ja, Tatsache, wir haben immer noch dieses LCD-Display, was sich aber bewährt hat, auch bei den anderen Modellen. Man kann es gut ablesen. Wir haben hier wieder 5 Fahrstufen zur Auswahl. Also wirklich kaum Unterschiede zum Cruiser, was jetzt zumindest hier die Technik betrifft, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Den Komfort, ja, den generieren wir gleich über die Federgabel und auch über die Bereifung. Schöner breiter Lenker, bequemer Sattel. Da müsst ihr genau gucken, wo die Markierung ist, wie weit ihr euch den Sattel wirklich nachher rausziehen könnt. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los und fahren mal eine Runde. Kopfsteinpflaster, Berg und dann zurück über einen Sand- und Hubbelweg, damit wir mal das Feeling bekommen, wie es hier auch mit dem Fahrwerk aussieht. Dann machen wir als allererstes mal den Ergonomie-Check. Also den Sattel habe ich mir gleich mal ein bisschen höher eingestellt. Das ist für meine Körpergröße, denke ich, ganz angenehm. Was ich gut finde, sind die Velgo-Pedale, die auch noch mal leicht genoppt sind. Damit rutscht man einfach nicht so schnell weg. Design ist wirklich schön. Mir gefällt der Lack einfach sehr, sehr gut. Ja. Schöner, großer, breiter Lenker, wie auch schon beim Hemiway Cruiser, das Ganze noch mal beledert. Und was jetzt natürlich neu ist, ist unsere hydraulische Bremsanlage. Ja. Und das gibt mir persönlich einfach auch ein sicheres Gefühl. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite noch mal unsere Armatur, wo wir dann hier die Geschwindigkeitsstufen einstellen können. Wobei 0 jetzt keine Unterstützung wäre. Ihr könnt also, wenn das Bike wirklich mal alle sein sollte und mit 20 Amperestunden habt ihr irgendwo eine Reichweite zwischen 80 und 120 Kilometer, auch jederzeit sagen, ich fahre das Teil als normales E-Bike nach Hause. 5 wäre dann die maximale Unterstützungsstufe und bei 25 km/h ist dann auch Feierabend. Ihr habt aber auch eine Anfahrhilfe. Hier auf der rechten Seite gibt es also diesen Gasdrehgriff und der unterstützt euch dann bis 6 km/h. So, dazu kommt unsere 7-Gang-Schaltung, die relativ einfach ist. Hier oben legen wir die Gänge ein und hier geht es dann auch wieder zurück.
Ne? Also auch kein Problem. Sehr viele Kabel jetzt hier vorne zumindest. Also wenn du so am Rahmen lang gehst, siehst du fast gar nichts mehr, weil das irgendwo alles hier vorne landet. Okay. Und ein schöner Frontscheinwerfer sowie ein LED-Rücklicht, das auch eine Bremslichtfunktion hat. Okay, alles klar. Wir fahren jetzt mal als allererstes, würde ich sagen, ohne Unterstützung. Ein bisschen übers Kopfsteinpflaster. Ich gebe mal hier ein bisschen Gas, dann darf er mich mal gerade unterstützen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier mit dem Fahrwerk verhält. So, 26 Zoll ist ja jetzt nicht ohne. Ich habe jetzt von meiner Seite aus auf das Bike 2 Bar raufgemacht, vorne und hinten. Also max 30 PSI dürfst du ja raufmachen. Und du merkst natürlich jetzt schon an der Stelle die 35 Kilo. Ja. Was aber schon ein bisschen arbeitet, ist vorne die Gabel. Und du merkst trotzdem den Komfort durch die Fettbereifung. Das ist wirklich sehr angenehm. Es macht aber keinen Spaß, so zu fahren. Man kauft sich ja auch ein E-Bike, um eine gewisse Unterstützung zu erfahren. Und das machen wir mal. Wir gehen mal in Fahrstufe 1. Und da merke ich jetzt hier bei 14, 15 km/h, wobei der GPS-Wert relativ genau ist mit dem Wert, den ich hier auf dem Tacho ablese. Da merke ich in Fahrstufe 1 erstmal überhaupt nichts. Fahrstufe 2, ja, auch noch nicht so wirklich, ja? Warte mal. Also Fahrstufe 2 bei 14 km/h merke ich auch noch nichts. Ja, Fahrstufe 3, alles klar. Es ist wie so oft, ja? Fahrstufe 1 und 2 braucht kein Mensch. Ab Fahrstufe 3 geht es denn los. Und dann hast du hier noch so eine Output-Anzeige für die Motorunterstützung. Ja, das ist doch ganz nett gemacht. Ja, scheiße verdammt, jetzt hat sich hier irgendwie gerade mein Selfie-Stick von meiner Insta360 verabschiedet. Und das muss ich jetzt erstmal reparieren, ansonsten können wir das vergessen mit den 360er-Aufnahmen. Das muss aber auch immer dann passieren, wenn ich gerade schön im Flow bin, ja. Das ist so oft der Fall. Das ist der Klassiker. Das ist echt der Klassiker. Okay. Ja, die Kamera ist repariert und der Ergonomie-Check ist abgeschlossen, also ich sitze extrem angenehm hier drauf. Jetzt geht es mir aber noch mal ganz kurz hier um diese Anfahrhilfe und um die 5 Fahrstufen. Ich würde als allererstes mal mit dieser Anfahrhilfe anfangen, wenn man jetzt diese 6 km/h Unterstützung bedeutet, einfach hier Gas geben. Natürlich müsst ihr vor... Nochmal. Wir fangen mal mit der Anfahrhilfe an. Die funktioniert ab Fahrstufe 1. Hier könnt ihr rechts direkt Gas geben. Ihr seht, ich mache gar nichts. Und wir beschleunigen jetzt hier auf ca. Ja, 7 km/h, 8 km/h. Siehst du, sogar ein bisschen schneller als gedacht. Ich hätte jetzt gesagt, bei 6 km/h wäre Feierabend. Okay, aber es sind 8 km/h. Dann könnt ihr fix mal hochschalten. Wir haben jetzt hier eine langgezogene Steigung in Fahrstufe 2. Ja, und dann merkst du auch einen Anschub bis ungefähr 12, 13 km/h. Dann schließt sich der Kreis, da passiert dann wirklich nicht mehr viel. Dann gehen wir mal in Fahrstufe 3 und da kriegst du nochmal einen richtigen Schub. Da merkst du dann auch schon die 48 Volt, die 250 Watt Grundleistung und 750 Watt Peakleistung, die merken wir gleich in Fahrstufe 4 und 5. Da holt der Motor dann nochmal alles raus aus seinen 86 Newtonmeter. Also man kann in Fahrstufe 3 schon angenehm und tiefenentspannt so eine langgezogene Steigung hochfahren. Noch entspannter wird es natürlich, wenn wir hier auf Fahrstufe 4 gehen. Dann siehst du hier auch nochmal die Poweranzeige. Da wirst du auch nochmal gut unterstützt bis 22 km/h. Deutliche Drehmomentsteigerung. Du merkst sofort den Schub von hinten, ja, als wenn dich einer unter den Arm nimmt und mitzieht. Und die Stufe, die für uns natürlich am interessantesten ist, ist ja dann Fahrstufe 5. Das ist meine Lieblingsstufe. Ich bin jetzt im 7. Gang und würde sagen, okay, bei 25 km/h hört die Unterstützung ja auch auf. Da kann ich hier ganz bequem mittreten. Ja? Also man muss schon sagen, das Bike fühlt sich sehr massiv an. Das ist schon ein Bollwerk mit 35 Kilo und nicht ohne. Aber zumindest kann man ja den Akku, der um die 5 Kilogramm wiegt, rausnehmen, extern laden. Nach 7 Stunden ist das Ganze dann wieder voll. Also ich würde sagen, jetzt hier langgezogene Steigung bergauf, überhaupt kein Problem. Da ist auch noch Luft nach oben da. Aber dann wird es natürlich traurig, weil ab 25 km/h hast du keine Unterstützung mehr. Und ich hätte noch ein bisschen Luft. Ich hätte noch ein bisschen Luft, ohne dass ich mir jetzt in Anführungsstrichen dabei weh tue, dass mir gleich die Knie um die Ohren fliegen. Ich habe noch ein bisschen Luft nach oben, bin dann aber jetzt hier bei 26, 27 km/h. Und dann merkst du natürlich trotzdem schon, oh ja, du hast da schon ein bisschen was zu tun, ne? Ey, ich will euch auch nicht langweilen. Wir machen mal weiter, wir fahren jetzt mal im Schnelldurchlauf nach vorne Richtung Kopfsteinpflaster. Und dann bügeln wir mal nochmal schön übers Kopfsteinpflaster, wo wir normalerweise mit unseren Scootern rüberfahren. Ich will nämlich wissen, ob man irgendwas hört. Weil verarbeitungstechnisch gefällt mir das jetzt schon mal richtig gut, bis auf die Kabel hier vorne. Das ist ein bisschen nervig. Hey, hey, hey.
Ja, Ankunft an meinem Lieblingskopfsteinpflaster, wo ich bisher jeden Scooter irgendwie breit bekommen habe. Mit den Fahrrädern habe ich es noch nicht gemacht. Also wo kommt er jetzt her, der Federungskomfort? Einmal über die Bereifung, packt euch irgendwas zwischen 1,5 und 2 Bar auf. Sollte man auch abhängig vom Gewicht machen und natürlich von unserer Gabel vorne. Ihr seht schon, die federt ordentlich ein. Die können wir aber auch sperren. Ja, kein Problem. Ich mag es jetzt aber butterweich, denn ich will ja wissen, macht das E-Bike irgendwelche Geräusche und wie ist der Fahrkomfort? Gerade für jemanden wie mich, der jetzt nicht ganz so gute Gene hat, was den Rücken betrifft. So möchte ich es mal ausdrücken, ja? So, also ich habe ja schon gesagt, ich will erstmal hören, ob man irgendwas hört. Und da kann ich euch an dieser Stelle schon mal sagen, bis auf die Zähne, die gerade mal in der Zunge zusammengebissen haben, ist hier nicht viel passiert. Also es überträgt sich schon natürlich ein bisschen auf den Fahrer. Aber du merkst auch, dass die Bereifung das tut, was sie soll. Erstmal 4 Zoll breit, sehr spurstabil und zum anderen Luft kann man komprimieren. Somit haben wir erstmal einen Stoßdämpfer vorne und hinten. Und zusätzlich kommt dann natürlich noch die Gabel mit hinzu. Ja? Du hörst hier aber überhaupt nichts knacken, zirpen, knirschen, knallen, was auch immer. Ich hatte ja erst gedacht, dass der Akku vielleicht Geräusche machen könnte, aber der sitzt wirklich passgenau hier in dem Aluminiumrahmen drin. Jetzt habe ich ein bisschen was gehört. Ja, das kommt aber eher von den Schutzblechen vorne und hinten, die ja aus Kunststoff sind. Ansonsten ist das aber schon mal sehr gut. Also das Kopfsteinpflaster ist jetzt hier auch nicht ohne, muss man einfach mal sagen. Ich gebe mal noch ein bisschen Gas. Wir fahren mal noch bis vorne. Also ich habe jetzt hier mal 24 km/h drauf. Ich würde sagen, ich bin der Kandidat für die gefederte Sattelstange noch zusätzlich. Aber ansonsten macht das Bike keine Geräusche weiter. Ja? Als nächstes testen wir die Bremse. Dafür müssen wir aber noch ein Stück fahren. Und dann geht es ins Gelände. Und zwar genau an die Ecke, wo ich mich die letzten Male immer mit meinem Scootern festgefahren habe. Mal gucken, ob wir hier mit der fetten Bereifung durchkommen. Und wie die Geländetauglichkeit ist vom Hemiway Zebra. Weiter geht's mit dem Bremstest. Wir haben hier eine vollhydraulische Tektro-Bremsanlage vorne und hinten. 180er Bremsscheiben, rechts die Hinterradbremse, links die Vorderradbremse. Ich gebe einmal Vollgas und dann gehen wir mal in die Eisen. Und dann schauen wir mal, wie sich die Bremse verhält. Ob da was quietscht, ob wir sauber zum Stehen kommen. Wir nehmen hier vorne die Linie als Referenzpunkt. Sauber. Sauber. Ja, also schöner Druckpunkt erstmal von der Bremse, auch die Griffe, gerade was diese Form betrifft, man kommt wirklich sehr gut ran, man rutscht hier auch nicht ab, der Druckpunkt war jetzt sehr angenehm, auch die Konzeption, rechts Hinterrad, links Vorderrad, es gibt viele chinesische Hersteller unter anderem, die das genau umgedreht machen, ich werde da jedes Mal wahnsinnig, ich finde das so genau richtig, ich bin jetzt sauber zum Stehen gekommen, gibt mir sofort ein sicheres Gefühl und so soll es eigentlich auch sein und das wünsche ich mir auch. Also Bremstest auf jeden Fall bestanden und jetzt gehen wir ins Gelände, wir probieren mal einen Sandweg aus und wie sich das Bike vor allem auch macht, wenn man eben den festen Untergrund verlässt. Ja, Freunde, willkommen im Wald. Wir testen das Hemiway Zebra jetzt mal auf seine Alltagstauglichkeit. Wenn es denn darum geht, dass man mal sagt, okay, ich entferne mich von der Straße und bewege mich einfach mal quer durchs Gelände. So wie ich es jetzt an dieser Stelle einfach mal frecherweise tue. Und glaubt mir, wir haben hier einen sehr pudrigen Sand. Heute haben wir entspannt 25 Grad. Somit ist der Untergrund wirklich sehr, sehr locker. Und hier wäre ich jetzt schon längst hängen geblieben mit einem klassischen E-Scooter. Klar, wir haben ja eine 26 Zoll Fettbereifung, 4 Zoll breit. Da muss er dann auch rüberschieben und das tut er auch wie ein Panzer, ohne Probleme. Also ich würde sogar fast behaupten, dass du mit dem Teil entspannt am Strand lang fahren kannst. Sofern der Sand nicht zu locker ist, müsste das eigentlich möglich sein. Aber das, was ihr jetzt hier seht, auch mit den Unebenheiten und dann zwischendurch auch immer wieder mit diesem sehr, sehr weichen Sand. Ja, also ich muss nur ein bisschen aufpassen, ja? Ich habe immer noch das Thema mit der Schulter. Es ist ja alles nicht ohne. Kein Bock, mich aufs Maul zu legen. Und dann ist am Ende das Geschrei wieder groß. Das wollen wir natürlich nicht. Aber Leute, das ist kein Problem. Schaut mal, wie ich hier langzwirbel. So, jetzt zwischendurch auch mal die Bremse ziehen. Damit die weiß, dass ich noch da bin. Also ich merke natürlich schon, dass das Rad immer wieder so ein bisschen versetzt. Aber es ist kein Thema. Hier vorne kommt jetzt die Stelle, wo ich mit den Rollern immer hängen geblieben bin. Da werden wir jetzt mal durchfahren, in der Hoffnung, dass ich mich nicht langlege. Aber das ist kein Problem.
Das ist hier kein Problem. Jetzt wird es nochmal richtig schön eklig mit dem Sand. Ja, komm. Zieh. Das erste Mal überhaupt, dass ich diese Strecke hier schaffe, ja? Mensch. Kein Thema. Ganz entspannt da durchgefahren. Ah. Ey, da baue ich mich gleich erstmal auf, ey. Das geht ja gar nicht, ja? Da bin ich gerade so happy. Die ganzen Schmetterlinge fliegen hier rum. Und ich so, bam, bam, boah. Ja, so muss sein, ne? Aber ich hatte im Wald noch eine ganz eklige Steigung gesehen. Da gucken wir jetzt mal. Das war so ein richtig ekliger Berg, wo meine Frau schon wieder sagen würde, nein, die fährst du nicht hoch. Wir fahren bald in Urlaub und dann brichst du dir wieder was. Ja, nein, meine ich. Also, ich muss trotzdem ausprobieren, aber ich werde mir schon nichts brechen. Bloß keine Angst. Hat ja 7 Jahre auch so funktioniert. Das war einfach nur eine scheiß Situation letztens, ja, wo ich mir die Schulter gebrochen habe. Mann. Ich habe die Steigung gefunden, die ich schon gesucht habe. Ich muss nur ein bisschen zurücksetzen, weil ich sonst nicht glaube, dass ich da hochkomme. Aber eigentlich, ja, das müssten schon so, ich schätze mal schon, irgendwas zwischen 24% und 28% sein. Komm, wir fahren mal hier mit der Anfallhilfe an und dann gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Oh, warte, ich muss echt aufpassen. Oh ja. Oh, und Gas. Komm schon. Und ja! Und so weit, wie es hier nach oben geht, so weit geht es hier auch wieder nach unten. Wow, ey, mach hier einen BMX-Trail mit dem Fahrrad, ja? Es waren auf jeden Fall schon einige Leute vor mir hier, das kann ich euch sagen. Hier sind etliche Reifenspuren. Etliche Reifenspuren. Mitten im Wald. Puh, verrückt. Verrückt, ja. 9 Kilometer sind wir bisher gefahren. 2 Akkubalken sind weg. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es vorher nicht geladen. Jo, reicht ja auch, ne? Jetzt geht es nochmal 2-3 Kilometer zurück und dann gibt's Fazit. Unsere Probefahrt neigt sich dem Ende. 11 Kilometer später haben wir das Zebra in allen Lebenslagen testen dürfen. Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt diesen 20 Amperestunden großen Akku mit 960 Wattstunden auf 100 Kilometer nicht ausfahre. Ja, hier brennt mir schon ordentlich die Sonne auf dem Hals. Und ehrlich gesagt reicht es mir dann auch nach 11 Kilometern. Zumal wir ja den Radweg, die Steigung, das Kopfsteinpflaster, den Sandweg, wir haben ja alles mitgenommen. Und das Zebra hat alles mit Bravour bestanden. Pro und Contra, jeder, der seinen Cruiser da draußen fährt, wird ihn schätzen und lieben gelernt haben. Aber das Zebra ist eben nochmal die Weiterentwicklung. Ja? Du hast dieses schöne geschlossene Rahmendesign in dem Grau, leicht glänzend. Das sieht einfach total edel aus. Diesen großen Akku mit 20 Amperestunden. Die hydraulische Bremsanlage, den neuen Motor. Ja, das ist ein schönes Gesamtkonzept, was ich nicht ganz so cool finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist hier vorne immer noch dieser Kabelsalat. Ja, das geht mir tierisch auf die Nocke. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und er ist so ein bisschen Blender. Ja? Man denkt auf den ersten Blick tatsächlich, wir haben hier einen Mittelmotor, aber nein, da drin verbirgt sich dann der Controller und auch das ist besser als beim Cruiser-Modell davor, wo wir es ja hier noch am Unterrohr von außen angebracht bekommen haben. Also schon eine schöne Lösung, 180 Kilogramm Zuladung, der Motor und seine Ansteuerung auch soft, nicht zu aggressiv, aber ich hätte mir trotzdem einen Drehmomentsensor gewünscht, ja, der so ein bisschen das über meine Kraft auch verteilt, aber ist eben nicht, ja, du musst ihn, wenn du ihn antippst, halt eben schon aufpassen, dass er dann nicht gleich ordentlich Druck nach vorne gibt und du nicht aus der Kurve fliegst, falls du noch nicht die 25 erreicht hast. Das geht allerdings sehr, sehr schnell, du bist schnell auf 25 und dann heißt es natürlich auch reinlatschen. 35 Kilo musst du dann gemeinsam mit deinen beiden Beinen und hoffentlich sehr viel Motivation nach vorne schieben und auch bringen und das kostet schon ganz schön Kraft. Vor allem, wenn dann wie heute ordentlich die Sonne brennt, ja? Alles in allem hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine tolle Weiterentwicklung, es ist ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und jeder, der Bock hat, bestellt sich einfach sein Hemiway Zebra. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. So, ich hole mir jetzt erstmal eine Flasche Wasser und dann mache ich Feierabend für heute. Und ihr macht jetzt bitte nur noch eins. Klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei den Scooterhelden. Nicht in Berlin, aber ganz in der Nähe. Ja, ganz in der Nähe. Also, bis zum nächsten Mal.